Schön, dass ihr wieder dabei seid hier bei Be Happy. Diesmal möchte ich über etwas nicht ganz so Schönes reden. Das ist dieser Artikel aus der Fressnapf-Zeitschrift vom August. Ja, Imkern als Hobby, überall summt es, ist ein kleiner, überschaubarer Artikel übers Imkern, der auch lobt, wie kostengünstig das Ganze ist. Man braucht also maximal 10 Stunden pro Jahr, pro Volk. Es kostet kaum etwas und es ist alles ganz einfach. Aber der Inhalt, darum geht es mir gar nicht so sehr, es sind die Bilder. Wenn ihr mal kurz hier guckt, seht ihr das? Das soll eine Biene sein. Auf Nachfrage hin sagt die Redaktion, das ist eine Buckfastbiene. Nun, spätestens bei dem Bild seht ihr dann auch die Flügel ein bisschen genauer. Oder wir nehmen mal diese Aufnahme. Wisst ihr, was das ist? Das ist eine Hummel. Das sind drei verschiedene Bilder von Hummeln, nicht von Bienen und schon gar nicht von Buckfastbienen. Ja, Buckfastbienen sehen etwas anders aus wie Carnicas. Das ist richtig. Wer Buckfast kennt und Carnica kennt, sieht die sofort und kann die auch unterscheiden. Wer aber weder Buckfast noch Carnica kennt, sieht nur Bienen. Weil so viel anders sind sie dann doch nicht. Dieses weiße Hinterteil, zwei Flügel nur, dieser unförmige Körperbau, alles eindeutig Hummel. Mir ist klar, in diesen Zeitschriften kann man nicht von wertvollen Artikeln sprechen oder auch nicht allzu viel vom Inhalt erwarten. Aber so viel sollte man doch schon erwarten können, dass sie, wenn sie über Bienen schreiben, auch ein Bild von einer Honigbiene nehmen. Und wenn man sie auf diesen Fehler aufmerksam macht, dann doch zumindest sagen, Entschuldigung, falsches Bild, das sind Hummeln. Und nicht eine komische Ausrede, dass es eine neue Sorte von Buckfastbienen gibt. Weniger Flügel, extrem dick, mit weißem Hinterteil. Liebe Fressnapf-Redaktion, das geht schöner.